Ey, ex. Oh. Da platzt die Warteschlange auch ein bisschen schneller. Platzt die Warteschlange auch ein bisschen schneller. Ich will Gegner nerven. Gegner ärgern. Schöne Runde Nox spielen. Wenn ich das richtig mit der Terra und dem Tor-Setup verbinde, kann das richtig böse werden. Aber wir werden sehen. Schön silenzen, wooten, ulten, bisschen Schaden raushauen. Sich freuen, dass die Shadow-Skins jetzt auch Partikeleffekte haben, wie beim Tor da hinten. Dem Team winken. Klatschen. Smileys sehen. Keinen Hunter haben. Aber wer braucht schon einen Hunter, wenn die Gegner einfach platzen? Wir haben eine Frontline, wir haben Burst. Wer braucht dann einen Hunter, Kappa? Na, wir sind glücklich. Eukalypt. Sei doch auch glücklich. Sei doch auch glücklich. Gibt es noch jemanden, den ich nicht explizit begrüßt habe? Der Boogeyman ist jetzt da. Den hatte ich noch nicht explizit begrüßt. Den Knuckleberry auch nicht. Und den Vadim Zoro auch noch nicht. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Gleich kommt noch, außer ich habe den Plan falsch im Knopf, der Todesberg für euch. Der ist besser als ich in Smite. Von daher bleibt definitiv dran. Ich will gegen das Line-Up die extra Leben von Vampiric Shroud. Und je nachdem, wie es läuft, ein Doom Orb. Weil Nox, wenn man sich richtig positioniert und Peel hat, ist relativ safe. Nie gesagt. Was? Ist ja mal eine Aussage. Der Permaban in den aktuellen Turnieren ist schlecht. Ist ein schlechter Gott. Was ist denn hier los? Warum sind wir so gemein? Muss ich den Chat gleich wegmachen? Beats gefroren. Das muss ich da wohl leider rausdashen. Was ist denn los hier mit dem Team? Können wir chillen? Das hätte ein Kill sein können, hätte ich da den Loot getroffen. Beatzen. Und zack, bin ich von was anderem geroutet. Wie nah könnte der Ra an Level 5 sein, dass er mich sniped? Eigentlich noch nicht nah genug, weswegen ich noch bleiben kann, eine 2 auf die Wave mache und dann wegdashe. Halt quasi genau so. Und Ra guckt mich auch schon so an. Leider Gottes war es schon mein Plan. Toadie ist doch nicht besser. Funny Rabbit kommt nach mir, auch geil.
geil, den lustigen Hasen wieder zu sehen. Wie komme ich denn an das Todi streamen wollte? Es tut mir leid für die falsche Information. Da habe ich gelogen. Da habe ich einfach gelogen. Das tut mir leid. So, die Mini-Minions sind eh weg, also auf die Archer. Die Ward werde ich auch gleich spazieren, damit ich nicht wieder eine Ward spazieren trage. Aber keine Sorge, dass das wieder passiert. Ich muss da weg. Der könnte Ult haben. Und ich habe keine Beats. Dachte nicht, dass der so lange da drinnen stehen bleibt, sonst hätte ich früher angefangen zu looten. Da ist die Ult. Den erstmal schön im Tower geultet. Da eine Ult reinwerfen, damit alle Dodge-Schaden haben und weniger Schaden machen. Und da ist die Thoth-Ult. Da knallt's. Jetzt geht's rund. Da ging's rund. Nicht unbedingt auf der Broken Reef von Neith stehen, sonst kommt die gleich. Da guckt sie auch schon böse. Ward platzieren. Die Woods müssen so viel besser werden. So, das Small Camp ist down. Okay. Das ist hier ein Prioritätsziel, das ich looten kann. Wie viel mehr habe ich kaum Mana? Der könnte geknüppelt werden. Und jetzt muss ich hier langsam raus. Vielleicht doch Items kaufen. Muss ich noch gerade für eine Wave bleiben? Penta die Night, das tut mir leid, Haku. Das tut mir leid zu hören, das ist nicht schön. So, mehr will ich hier nicht. Gesagt, mehr will ich hier nicht, lass mich in Ruhe. Doch gesagt, mehr will ich da nicht. Ich hatte alles, was ich wollte. Und der Doom Orb, weil es gerade so schön passt. Pen und Doom Orb, let's go! Let's go, Doom Orb Spaß. Hallo, lustiger Hase. Nimm das und tschüss. Leb wohl. Ja, Thanatos, das hast du dir anders vorgestellt, als den Double Tap dazu kassieren. Warum habe ich Jing Chen verfehlt? Der Funny Navik. Ja, der Funny Navik kommt auch bald. Tötet sie! Und ab nach Hause!
Da habe ich mir den Silence... Oh. Wo sollte der denn sein? Der ist doch vollkommen out of range für mich. Ja. Mir geht's gut. Double kill. Okay. Mal ein bisschen overextended da in meiner Welt. Nach dem Neath Kill wären wir fertig gewesen, nach meiner Logik, aber nun ja. Das ist auch immer geil, du willst irgendjemanden looten und triffst jemanden anderen. Den trotz seinem Movement Speed zu erwischen, ist schon mal schwer bei Thanatos 2. Das macht mir gerade die größten Probleme dabei. Aber man kann auch einfach bis auf Melee Range an die Gegner rangehen und dann looten. Ist auch immer eine Option. Hier repositionieren, so weit vorne will ich nicht stehen. Und du frisst wieder Schaden. Leb wohl. Leb wohl. Ah, er war schon raus aus der Silence-Zone. Ärgerlich. Der Plan war, da zu silenzen, bevor er seine Ult starten kann, denn dann hätte er sie nicht starten können. Ich vermisse zu viele Woods auf den Thanatos. So. Wo geht der Thanatos hin? Dahin. Wieder mal den Thanatos verfehlt. Warum auch nicht den ganzen Tag den Thanatos verfehlen? Hey, ich hab ihn mal getroffen! Hab ihn getroffen! Nice! Der Kampf ist riskant, beziehungsweise nicht mehr zu machen. Sei doch mal salty, Nike. Sei doch mal richtig schön salty. Ching Chen ein bisschen poken. Ching Chen mad machen, dass er auf einen drauf springen will. Nice. Und rechte Lane eventuell verteidigen. Das sollte gehen. Hihihi. Zwei, drei, Noob. I died, cause. Okay. Bye. Der Ra will Ärger. Der Ra kriegt keinen Ärger. Damage und Damage Reduction wollte ich da draufhauen, weil da sind ein paar von den wichtigen Carries. Und dann nochmal durchdashen. Das sieht zwar jetzt ein bisschen witzig aus, wie ich jetzt kaufe, allerdings ist mir die Pen gerade mehr wert als Cooldown Reduction. Ich will dazu noch einen Sprint für mein Team. Ich habe meinen Dash, um rauszukommen, sobald ich Beats gezündet habe. Und ich habe einen Silence, sprich Aegis. Weiß ich nicht, ob ich es hier unbedingt brauche. Dann lieber einen Sprint. Beispielsweise für alle in meinem Team. Räumt sie auf! Nice! Leb wohl! Leb wohl! Du bist tot! Und wir kriegen nie gebufft, nice! Das ist schon Nummer 2.
step back. No. Nice, der zweite Nicke-Buff. Und jetzt brauche ich ein Lost-Artefakt. Für die Route. Und dann zum Abschluss gehe ich entweder tankiger oder hole mir Healing Reduction. Das weiß ich allerdings noch nicht. Nox und Healing Reduction ist so ein bisschen paradox, weil du mit deinem Root und allem, was damit in Verbindung steht, Damage Reduction auf Thanatos. Poke Damage, Tor Ult, Krachmomente. Schlecht gesetzter Root. Sun Wukong Decoy direkt gesilenced, als es rauskam. Puh, keine Tower Akku abbekommen. So, mein Team tankt das. Sehr schön. Minions sind da. Minions sind da. Und Sieg! Nice. 7-0 10 Nox mit Doom Orb. Schön. Was sagt die Uhr noch eine halbe Stunde? Noch eine halbe Stunde. Matches können was länger dauern. Bei welchem Match wäre es denn am wenigsten schade, wenn ihr eventuell das Ende nicht seht oder... Schauen wir uns nochmal eine Runde Random Götter an. Wir hatten jetzt heute zweimal Conquest, zweimal Clash. Gehen wir mal mega casual zum Abschluss. Nur, dass Exi auf sowas keinen Bock hat. Ach, Exi spielt mit seinen Zuschauern. Ja, okay. Das geht auch sehr gut. Aber ich kann hier nicht mal Have Fun sagen. Oh. Naja, dann werden wir jetzt nochmal zum Abschluss mega casual. Eine Runde Assault. Eine mega casual Runde Assault.